Superman war ein Narr, zu glauben, dass Bane freiwillig eine zweitrangige Rolle in der eine Erde-Regierung spielen würde. Als der Hohe Rat besiegt war, konnte die wahre Herrschaft beginnen. Obwohl ihnen die Intelligenz fehlte, waren Sinestro und Black Adam für Bane inspirierende Beispiele gnadenloser, absoluter Autorität. Diese erwiderten seinen Respekt vor ihrem Talent. Die drei Schurken übernahmen die Herrschaft über den Planeten und bildeten ein Triumvirat ungebrochener Macht. Bis zur nächsten Phase von Banes Plan.